Hallo, meine Lieben. Ja, mich hat gerade ein Päckchen erreicht und zwar ist das eine Tauschpost von der Barbara. Ihr Kanal ist Regenbogenfrosch. Wir hatten vor einer ganzen Weile getauscht und es ging ihr nicht so gut und deswegen kommt ihr Paket jetzt erst. Ja, und dann dachte ich mir, wir gucken da auch gleich mal rein. Also aufgemacht habe ich es schon. Und hier sind einige Päckchen drin. Das hier. Okay. Man kann nicht alleine von Schokolade leben, Frau schon. Ja, sehr lustig. Ich mache das hier gerade schon mal auf. Vielleicht ist das hier auch die Post. Nein, hier ist wirklich nur ein bisschen Schoki drin. Und zwar hat sie hier so eine Karte gebastelt, wo jeweils zwei kleine Fächerchen drin sind und hier sind zwei Schokitafeln drin. Ist auf jeden Fall eine ganz süße Idee, wie so ein Mini-Büchlein. So, und dann mach mich hübsch, soll das glaube ich heißen. Ich komme jedes Jahr wieder. Wischwasch. Mach es doch selber und kleb dir eine. Okay. Unten sehe ich noch so eine kleine Karte. Ich schaue mal, ob das die Post ist. Es ist nichts mit Zahlen irgendwie bestückt. Deswegen mal gucken. Ich lese einmal kurz die Karte alleine. Ja, wie gesagt, sie hat sich hier einfach nochmal entschuldigt, dass das Päckchen eben so lange gedauert hat. Wie gesagt, sie war krank und dann passiert das eben auch mal. Okay, ich fange an mit dem, was steht hier. Bin gespannt, was du daraus machst. Also ich glaube, sie hat mir lauter Sachen geschenkt, die ich weiterverarbeiten muss. Also nicht im Sinne von Material, sondern Sachen, die irgendwie schon angefangen waren. Und ja, die man dann quasi vollendet, dies und das und jenes. Und da es oben drauf auflag, werde ich auch damit gleich anfangen. Und hier sind einige Sachen drin. Okay, ich kipp das mal daneben aus. Okay, es sind doch Materialien. Hier haben wir einmal so eine coole Libelle als so Klemmerchen, könnte man in die Haare zum Beispiel machen oder so. Oder einfach irgendwo an eine Karte vielleicht mit dran klemmen. Bei diesen Schmetterlingen kann ich mir vorstellen, dass ich für unseren Ferienort sozusagen, also wir haben auf dem Campingplatz nochmal so ein, ja, so ein ganz kleines Häuschen. Und da könnte ich mir vorstellen, was daraus zu machen, weil das eben im Wind dann so schön klappert. Ja, das war das. Und dann haben wir hier noch so ein paar Stickers. Einmal glitzernd und einmal so normal, so aus Schaumstoff. Ja, da bin ich selbst gespannt. Also das kann man ja auch immer schön mal auf eine Karte oder irgendwie mit draufkleben. Und so Wölkchen gehen ja eigentlich auch immer und Schleifchen. Oh, hier haben wir diese Schlüsselanhänger. Ja, und da kann man natürlich toll für Familie, Bekannte, Verwandte, wie auch immer, solche Herzchenanhänger machen. Einfach mit einem schönen Foto drin. Da freuen sich viele drüber. Ja, mal gucken, ob ich die einfach dafür verwende oder ob ich die für was anderes benutze, weil Herzen ist ja auch eine schöne Sache. Und hier haben wir noch Stickerband. Und da gucke ich gerade mal, ob die komplett eine Kette sind oder ob man die auch einzeln abmachen kann. Ja, die sind alle so miteinander verklebt. Man kann sich die dann halt einfach so rausschneiden, wie man die braucht. Ja, vielen Dank, meine Liebe. Dann mach es doch selber. Ich glaube, ich habe die Reihenfolge jetzt nicht geändert, oder? Oder habe ich die jetzt doch? Doch, ich habe die Reihenfolge geändert. Genau, das war ganz oben. Dann werde ich das auch so auspacken. Vielleicht hat sie sich ja da was dabei gedacht. Auch wenn sie da jetzt nichts zugeschrieben hat.
Okay. Ach, na guck mal an. Das kenne ich doch irgendwoher. Das hatte ich ja auch schon angefangen. Und sie hat mir das jetzt theoretisch hier schon zusammengebaut und hat mir die Sachen hier alle nochmal reingelegt. Ja, und ich werde das, glaube ich, weiter verschenken oder weitergeben, da ich ja schon eins habe und ehrlich gesagt nicht so richtig weiß, was ich damit anfangen werde. Also ja, vielleicht hebe ich es mir auch auf und werde es als Fotoalbum für den nächsten Urlaub verwenden. Das weiß ich aber noch nicht genau. Vielleicht gebe ich es auch weiter. Aber sie hat hier zumindest die Dinger richtig angebracht. Ich habe nämlich bei mir das Teil falsch angebracht gehabt. Aber das war jetzt auch nicht so schlimm, da es ja nur für mich zu Hause war. Ja, vielen Dank. Ich komme jedes Jahr wieder und da würde ich ja glatt auf den Kalender tippen. Aber es fühlt sich nicht wirklich wie ein Kalender an. Ich schau mal. Es könnte natürlich aber auch Ostern oder Weihnachten sein. Fällt mir gerade so ein. Weil ein Kalender kommt ja nicht gleich jedes Jahr wieder. So, aha, es ist also Ostern. Und durch den Kleber hat sich das gerade so angefühlt, als wenn noch was drin wäre, aber ist nicht. So, und hier haben wir einen Block, wo man so Verpackungen machen kann. Ich gucke mal, ob das alles diese Verpackungen sind. Ja, anscheinend ja. Also die schneidet man sich einfach nur aus, faltet die Sachen nach. Und dann hat man eine schöne Osterverpackung und hat hier immer noch ein bisschen Restpapier, wo man noch was dekorieren kann. Ja, das ist natürlich ganz cool zu Ostern, ne? Wenn ich jetzt mal schnell irgendwas verschicken möchte oder für meine Lieben hier beim Essen was Süßes auf den Tisch packen will, und da passt bestimmt so eine kleine Schokolade oder sowas rein. Ja, da muss ich mal gucken. Ah ja, hier hat sie so eine, ist noch ein Bild drauf, was man da alles Schönes draus machen kann. Ja, das ist auf jeden Fall cool, das kann man bestimmt, da kann man bestimmt auf jeden Fall ein süßes Motiv finden. Da sind auch echt viele verschiedene Sachen drin, also für jeden irgendwie auch was Passendes. Ja, süße Idee. Und bei denen hier, die sind wirklich sehr süß. Da werde ich mal gucken, ob ich mir das vorher kopiere, beziehungsweise diese Täschchen hier auch. Die sind nämlich auch sehr süß. Ja, werde ich mal schauen, obwohl das auch eine witzige Idee ist hier. Ja, mal schauen. Also da werde ich auf jeden Fall für meine Lieben zu Ostern was machen. Hier haben wir ein Bastelset, wo man Ostereier mal ein bisschen anders dekorieren kann. Ja, ist auch ganz lustig. So, es geht weiter. So, guck mal, Wischwasch. Was ist Wischwasch? Okay. Auf jeden Fall ist hier, viel drin. Und wir haben hier als erstes Sticky Notes, und zwar mit so süßen kleinen Häschen. Und das ist wirklich sehr, sehr süß. Ja, vielen Dank dafür. Und hier haben wir so Washi Sheets. Groß sind die, 15x15, also echt ganz schön groß. Ja, auch cool, da kann man auch was Schönes draus dekorieren. Passt ein bisschen zu meinen Sets, die ich mir in letzter Zeit gekauft habe. Was haben wir hier? Star, okay. Ein Star, das Set habe ich bei Action überhaupt nicht gesehen. Und so könnte es aussehen, wenn man es fertig macht. Sind auch viele Deko-Sachen dabei. Ja, cool. Das werde ich demnächst mal probieren. Und hier haben wir wieder Washi-Sheets. Diesmal diese Dings. Und das ist eine ganz cool so für Geburtstage und so Partygeschichten. Hier haben wir Disney
Sind das dicke? Muss ich gerade mal gucken. Nee, das sind so Dekorationsdinger, also die man dann einfach oben drauf klebt. Hier sind zwei Bögen und immer dasselbe drin. Ja, und die Sachen, wie gesagt, das kann ich immer ganz gut gebrauchen für die Kiddies von meinen Freunden. Und viele von denen, also eine ganz besonders, die mag sehr gerne Minimaus. Aber ich muss mich beeilen, weil sie kommt langsam aus dem Alter raus. Da muss ich ihr demnächst auf jeden Fall mal was machen. Ja, vielen Dank, meine Liebe. Es geht weiter mit Mach es doch selber. Okay. Mach es doch selber. Die ist auf jeden Fall gut verklebt. So. Und hier haben wir einmal so ein Teilchen, was man sich in die Wohnung hängen kann. Und dann muss ich mal gucken, ob das... Das wird anscheinend mit so einer Knottechnik gemacht. Die wird einem dann da drinnen erklärt. Wandhänger. Ja, das werde ich mir mal ein bisschen genauer angucken. Also ich nehme an, dass hier einfach nur diese Fäden drin sind. Und die Dekosachen, diese Stange wird wahrscheinlich drin sein. Und dann muss man das mit so einer Knottechnik dann eben sich selber so zurecht machen, dass es am Ende so aussieht. Und hier haben wir noch Die Card Holder. Ach, hier, das sind diese Dinger, die hier so runterhängen. Und da kann man dann sich zum Beispiel Karten dranhängen. Und das ist gar nicht so verkehrt für meine Wand hier. Ihr wisst ja, dass ich hinter mir immer eure Karten und alles, was ich so in meiner Tausch- und Ü-Post habe, aufhebe. Und da kann man dann eben das sich zusammenbauen mit der Schnur und dann kann man es am Nagel festmachen und kann dann damit halt 3-4 Karten vielleicht festhalten. Muss ich mal gucken, wie stark das ist. Ja, doch, da ist ordentlich Spannung drauf. Also da kann man schon 3-4 Karten auf jeden Fall mit festhalten. Ja, das ist cool. Ich lege das einfach mal so an die Seite. So, und dann kommen wir hier schon zum letzten Teilchen. Und da klebt ihr eine. Steht da noch was hinter? Nein. Okay, und ich nehme an, dass hier einfach Sticker drin sein werden. Ja. Klebt. So. Jawohl, und zwar haben wir diese hier, die habt ihr schon in meinem Haul gesehen. Die hatte ich mir auch vom Action besorgt oder andere Farben, ich weiß es nicht, aber solche ähnlichen auf jeden Fall. Dann diese hier, die sind sehr, 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 sehr süß. Ich liebe die ja. Die Me to You, jetzt habe ich es. Endlich habe ich es mal oben gelesen, Me to You. Ja, solche ähnlichen habe ich auch, Hobby Fun, die waren bei Dieter mit in einem Päckchen drin. Und da wundert es mich, dass sie Frösche abgibt, weil eigentlich ist ja Frösche ihr Ding. Weil sie mag ja extrem gerne Frösche, deswegen heißt sie ja auch Regenbogenfrosch. Und diese Schmetterlinge sind auch vom Action. So ähnliche habe ich, aber nicht die gleichen. Ja, und die sind auch ganz süß. Hier ist irgendwas verrutscht. Oder, ja, der hier, der gehört da drauf, genau. Jawohl, das waren sie. Ja, meine Liebe, vielen Dank für das Tauschpäckchen. Diese Idee mit diesem Schokoladen, echt eine süße, süße Idee. Und hier auch so eine Resin-Schokolade obendrauf, sogar in zwei Farben gegossen. Hä, ist das sogar mit Luftlöchern dazwischen? Also ich glaube, das ist nicht selbst gegossen. Ich glaube, das ist gekauft. Also ich würde das auf jeden Fall so nicht, ihr werdet das wahrscheinlich nicht sehen. Aber hier in dieser Schokolade in der Mitte, also es sind zwei Schichten solche dünnen Tafelschokoladen und in der Mitte ist dann nochmal solche schwarze Schicht, als wenn da was zwischen wäre mit so Löchern drin. Also weiß ich nicht, ob es dafür Molds gibt, die das so machen. Wäre möglich, aber ich würde mir das, glaube ich, nicht zutrauen, das so hinzubekommen. Auf jeden Fall eine sehr, sehr süße Idee und auch ein cooler Stempel. Ja, vielen Dank, meine Liebe, für die schönen Sachen. Ich freue mich sehr, dass es dir wieder besser geht und ich sehe es ja auch, dass du wieder mehr Videos machst. Ich
sage Tschüss, macht's gut, ihr Lieben.